Für uns geht es heute in den Safari-Park Bekse Bergen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus den Niederlanden und zwar vom Safari-Park Beeksenbergen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich glaube nicht. Das ist tatsächlich eine halbe Stunde vom Efteling entfernt. Gestern ja noch über 30 Grad, strahlender Sonnenschein, heiß ohne Ende und heute Regen, langer Pulli. Zum Glück hatte ich noch was im Auto, was Längeres, weil ich so eine Bestellung dabei hatte. Und weil Gina die Klamotten sehen wollte, habe ich gesagt, nehme sie mit, probiere sie im Hotel an. Und da war zum Glück ein bisschen dickerer Pulli dabei, sonst würde ich wahrscheinlich nicht frieren. Strumpfhose habe ich dennoch nicht an, es sind glaube ich nur 16 oder 17 Grad. Ich sage euch gleich auch noch was zu den Eintrittspreisen. Und wir sind mit Brinas Auto hier. Sie hat ja einen Geländewagen und man kann auch mit seinem eigenen Auto hier durch die Safari fahren, was wir gleich machen werden. Und ich hoffe, dass der Regen, also es hat jetzt gerade aufgehört, ich hoffe, dass es auch so bleibt und dass wir auch einige Tiere sehen können. Ja, hier seht ihr mal die Eintrittspreise. Also normales Ticket kostet 27,50 Euro, soweit ich das verstehe. Und es gibt auch eine Jahreskarte für 68 Euro und das Ticket hier für 9,50 Euro. Das ist, wenn ihr mit eurem eigenen Auto fahren möchtet. Die Gratis-App laden wir uns auch noch runter, damit wir noch mehr vom Park wissen und erleben können. Der Park hat sogar ein Maskottchen. Ein Elefanten, der rennt gerade weg. Gehen wir mal hinterher. Die erste Hälfte der Autosafari haben wir jetzt sozusagen geschafft. Man kann das Auto jetzt hier parken und dann gibt es noch einen weiteren Fußweg. Es gibt noch eine Bootstour. Hier gibt es noch Restaurants, da wollen wir auch noch was essen. Und dann gibt es noch ein anderes Stück mit dem Auto. Und dann, wenn man da draußen ist, dann ist man komplett draußen. Deswegen hier parken, weiter mit der Bootstour oder zu Fuß und dann weiter mit dem Auto. Wir haben es mit dem Wetter gut getimt. Das ist jetzt doch nochmal schön. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus, zum Glück. Ich habe keine Strumpfhose heute an. Ich friere ein bisschen an den Beinen. Yeah.
Ja, jetzt betätigen wir uns auch mal sportlich hier. Hier gibt es das Gehege vom Lippenbär. Und ja, ich habe die GoPro dabei, aber kein Brustgurt. Deswegen muss ich jetzt meine Kamera festhalten. Ja, ich habe die Prina ist vor mir. Wie gesagt, das ist das Gehege vom Lippenbär. Ich sehe ihn jetzt aber auch nicht. Das ist schon adventurous hier. Wir haben es jetzt wieder an den Eingang geschafft und hier gibt es ein Restaurant. Man kann über einen QR-Code bestellen und auch direkt dann im Handy bezahlen. Das heißt, man muss sich gar nicht wegbewegen, das Essen wird hergebracht. Es gibt verschiedene Arten von Sandwiches. Ich habe mir jetzt ein Hähnchen-Sandwich mit Pommes bestellt und es gibt noch Bitterballen dazu, die wir uns teilen. Oder Bittergarnitur hieß es, glaube ich, keine Ahnung. Ja, mal gucken. Also Preise waren okay, ich glaube das Sandwich war 8,50, die Pommes nochmal extra 2,50 und mein Eistee irgendwie 2,75, glaube ich. Ja, also hier mein Sandwich ist jetzt angekommen, sieht so aus. Da ist Zwiebelchutney drin und Hähnchenschenkelfleisch, thank you. Genau, mir wurde jetzt noch Ketchup gebracht, dazu noch eine Pommes, Mayo, noch eine Extrasoße, ein bisschen Salat. Mein Eistee ist auch da, hier gibt es einen Salted Caramel Milkshake und Prina und Konsorte haben noch gar nichts, aber ja, sieht gut aus. Ja, das Essen war wirklich in Ordnung, jedoch ein bisschen teurer tatsächlich als im Efteling. Ja, wir sind trotzdem alle satt geworden. Ich hatte mir noch ein Oreo Latte Macchiato bestellt, ich glaube für 4 Euro irgendwas. Oder Brina, wie teuer war der? 4,95, also 5 Euro. Ja, also ist in Ordnung, aber wir sind alle satt und jetzt gehen wir zur Bootstour. Fahren wieder auf die andere Seite zu unserem Auto und machen dann den Rest der Safari-Tour.
wir sind jetzt runter von der Bootstour. Ja, war ganz okay. Ich werde bei fahrenden Gegenständen, wo ich nicht selbst fahre, immer sehr müde. Ich habe auch nicht so gut geschlafen heute. Deswegen wurde ich immer müder und müder und hätte gern so Nickerchen gemacht. Aber ja, wir haben schöne Nashörner gesehen und so. Jetzt geht es weiter noch mit dem Auto. Ich werde böse angeguckt. Jetzt geht es weiter mit der Autotour. Dann sehen wir noch ein paar Giraffen und Elefanten und dann geht es auch schon nach Hause. Als wir ins Auto gestiegen sind, hat es angefangen zu regnen, also perfekt getimed. Und wir haben jetzt am Ende noch ein paar Giraffen gesehen, Zebras, Dromedare, ganz viele Gänse. Gänse gibt es aber auch überall im Park. Und ja, es ist ein wirklich sehr schöner Safari-Park. Ich würde jetzt nicht nur für den Safari-Park herkommen, aber in Kombination mit dem Efteling kann man diesen schönen Safari-Park auch gerne besuchen. Ich weiß, es gibt einige, die Zoos und Tierparks und Safari-Parks nicht gut finden von dem Konzept her. Ich jedoch finde, dass der Safari-Park hier so viel Platz bietet für die Tiere. Er ist so natürlich gehalten, so viel Platz und ja, also ich mag's, aber man muss es für sich selbst entscheiden, ob man solche Parks besucht. Und ich hoffe, die Eindrücke hier aus dem Bexenbergen, glaube ich, heißt er. Bexenbergen. Ich werde es mir, glaube ich, nie merken können. Haben euch gefallen. Vielleicht, wenn ihr beim nächsten Efteling-Besuch noch ein bisschen Zeit habt, schaut ihr hier auch mal vorbei. Wie gesagt, ihr könnt auch mit eurem eigenen Auto durchfahren. Es gibt keine Mindestanforderungen für euer Auto. Also jede Art von Auto kann hier durchfahren. Und der Eintritt mit 27 Euro finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!